Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst, der Antrag der Linken ist ja keine neue Erfindung, sondern einen ähnlichen Antrag und etwas eher hatten ja schon die grüne Fraktion auf den Weg gebracht. Und insofern sind aber die Inhalte durchaus ähnlich, meine Damen und Herren. Und man muss erst noch mal deutlich sagen, auch als Gegenargumentation zu Ihrem Antrag, dass wir es für eine große Leistung halten, dass die Europäische Kommission und das Europäische Parlament nun endlich eine europaweite Verordnung zur Netzneutralität, also die Verordnung zum TK-Binnenmarkt, auf den Weg gebracht haben. Denn es ist ja nun erstmalig, dass wir gerade auf diesem Gebiet eine einheitliche europäische Regelung haben. Und genau das ist ja das Ziel unserer aller Bemühen. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn wir jetzt anfangen, als nationaler Gesetzgeber die Verordnung, die sowieso gilt, wieder in Gesetze umzusetzen, meine Damen und Herren, dann machen wir eine Rolle rückwärts und fangen wieder an, den Markt zu segmentieren. Und so sind wir ja froh, dass wir das endlich mal auf dieser europäischen Ebene geschafft haben. Also schon von diesem Grundansatz her ist das eigentlich widersinnig, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Außerdem haben wir in unserem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD dieses Thema Netzneutralität auch schon verankert. Und es ist jetzt in dieser Verordnung zum TK-Binnenmarkt aus unserer Sicht auch gut umgesetzt. Und meine Damen und Herren, wir wissen ja über die vielen Jahre, wer sich bisher an der Diskussion mit beteiligt hat, dass dieses Thema Netzneutralität ja ein sehr dynamisches Thema ist. Und mit den am Horizont stehenden neuen Standards im Bereich der mobilen Telekommunikation, also ich reflektiere jetzt mal auf den G5-Standard, dann wissen wir natürlich alle, dass das Thema Netzneutralität bei G5 im Prinzip überhaupt nicht mehr die Rolle spielt, die wir jetzt eigentlich hier in dem Standard 4, den wir jetzt noch besprechen, vorfinden. Und deswegen müssen wir sagen, diese Netzneutralität ist für die jetzige Zeit noch notwendig, aber in Zukunft wird genügend Bandbreite zur Verfügung stehen, um dieses Thema Netzneutralität überhaupt gar nicht mehr in dem Rahmen zu diskutieren. Und naja, wir werden mal sehen und lade Sie mal ein. Wir können ja auch gerne mal das G5 Lab sich mal angucken in Dresden, um mal einen Eindruck zu gewinnen, was der Standard bringen wird und vor allen Dingen, wie dann im Prinzip auch die Bandbreiten abgebildet werden können. Und meine Damen und Herren, es ist doch richtig in der Gesamtkonstellation, dass die Bundesnetzagentur dann die Aufgabe hat, für Deutschland die europäischen Regelungen zu überwachen. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollen, dass man sozusagen in allen europäischen Ländern natürlich dann diese Verordnung auch so umsetzt, wie sie gedacht ist. Und meine Damen und Herren, Spezialdienste sind in der Verordnung eigentlich ganz klar geregelt. Und deswegen kann ich auch die Diskussion gar nicht so genau verstehen, denn Spezialdienste dürfen nur angeboten werden, wenn so ein Angebot überhaupt notwendig ist. Spezialdienste dürfen kein Ersatz für offenes Internet sein. Das ist ja genau das, was wir alle gemeinsam hier in dem Hohen Hause fordern. Spezialdienste dürfen nur bei ausreichenden Netzkapazitäten erbracht werden. Auch das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Dort, wo schon keine Bandbreiten ausreichend zur Verfügung stehen, werden auch keine Spezialdienste angeboten werden können. Und noch sehr wichtig, Spezialdienste dürfen die gesamte Qualität des Internets nicht beeinträchtigen. Und ich glaube, hier sind die entsprechenden Sicherungen von europäischer Ebene eingebaut worden, sodass man auch sagen kann, dass das, was wir, wie gesagt, wollen, Internet für alle, damit abgesichert ist. Aber wir brauchen auf der anderen Seite diese Spezialdienste auch, und das wissen Sie selbst auch sehr genau, dass diese Spezialdienste ja Dinge sind, wie zum Beispiel lebensrettende Dienste, können telemedizinische Dienste sein, es sind natürlich auch Dienste, die möglicherweise in der gesamten Steuerung des Straßenverkehrs mal notwendig sind. Also insofern stehen wir zu Spezialdiensten, und Spezialdienste werden natürlich auch nicht zum gleichen Preis angeboten, das ist auch ganz klar. Aber ich sage noch mal, die Voraussetzungen dafür sind klar definiert.
An uns ist es jetzt, oder an der Bundesnetzagentur ist es, die Regeln in Deutschland klar zu überwachen. Und insofern kann ich nur sagen, wir sind bei diesem Thema auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass auch die europäische Ebene natürlich den dynamischen Prozess auch weiterverarbeitet, wie gesagt, auch in den nächsten Standard. Insofern werden wir also Ihren Antrag ablehnen müssen. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen.